Hi, ich bin Ronny und ihr schaut World Wide Whisky. Heute geht es um den Glenfarclas 25 Jahre abgefüllt für whisky.de und mein Gast. Ja, heute mit dem Konstantin und wir haben, wie eben schon angekündigt, den Glenfarclas 25 Jahre abgefüllt für whisky.de. Exklusiv, ne? Zum 25-jährigen Jubiläum war das von whisky.de. Wir haben mal zum Vergleich so eine Flasche hier hinten hingestellt. Das ist ein Christmas Malt, aber so sieht die Verpackung und die Flasche halt auch aus von dem Whisky. Genau, so sah die aus. Ich glaube, Jahrgang 93 war der, also 93, bis genau. 2018, 25 Jahre gereift, mit 46% abgefüllt. Ist ein Whisky, der ja auch limitiert war. Also den gab es Ja. halt nur für dieses 25-jährige Firmenjubiläum. Und da gab es ja noch ein paar andere Abfüllungen, die exklusiv in diesem Jahr rauskamen. Da waren unter anderem ein Ben Nevis dabei, ein Glendronach, glaube ich, und noch Genau, einige andere jede Menge Sachen. noch, mehrere Genau, Ben also. Nevis, glaube ich, sind das sogar. Ja, aber 25-Jährige gab es einige Whiskys, gab Ja. aber auch andere, die nicht 25-jährig waren. Also da wurde auf jeden Fall einiges gemacht bei den Lünings. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie dieser Whisky sich verhält im Vergleich zum Ja. 25-jährigen Whisky, 25-jährigen Glenfarclas aus der Standard Range. So ist Den es. kennen wir ja beide ganz gut. Hat jetzt 3% mehr als der. Genau, Und und zur Glenfarclas, zur Destille sagen wir mal jetzt nichts mehr. Da müsst ihr mal auf die älteren Videos mal schauen, da haben wir genug gesagt. Und ja, da ist halt alles mal gesagt worden. Im Besitz der Grants, das weiß man ja, Familienbesitz und liegt im Herzen der Speyside, Nähe von Dufftown. Und Dufftown ist auch nicht weit weg, glaube ich, ne? Ja. Und ja, mehr braucht man dazu, glaube ich, auch nicht sagen, ne? Wir Nee. widmen uns heute mal dem Whisky ausschließlich und Genau, ich glaube auch irgendwann hat man alles zu jeder Brennerei schon mehrmals eben, gesagt und dann ist auch eben. mal gut, wenn man sich mehr auf den Whisky konzentriert und nicht so um das Drumherum. Ja, zu den Lünings müssen wir vielleicht noch mal was sagen. Die machen ja momentan, schmeißen die ja ganz viel eigene Abfüllung oder für sich abgefüllte Abfüllungen auf den Markt. Da sind ja, also ich weiß, sie haben, glaube ich, drei, vier Ben Nevis im Shop drin, die nur exklusiv für whisky.de gemacht wurden. Fassstärken ganz viele. Von der Angel Filtered Collection ist was dabei von Signatory, die ja eigentlich nur 46% immer abgefüllt haben. Die hat Horst in Fassstärke abfüllen lassen. Und ja, denn der Ben Nevis 25, der ja sowieso in der Holzkiste bei ihm noch, den gibt es immer noch zu kaufen. Also was Ja. wirklich erstaunlich ist. Wobei man Und natürlich aber auch sagen muss, dass halt Horst damit relativ spät angefangen hat eigentlich. Also es ja. waren viele andere Shops, die schon das früher erkannt haben, dass man natürlich irgendwie, wenn man ein Alleinstellungsmerkmal haben möchte, halt auch Sachen Genau. abfüllen muss, die es halt nur dort gibt. Er hat das relativ spät erkannt. Also da waren viele andere Shops, die das wesentlich früher hinbekommen haben, Ja. eigentlich quasi dann Eigenabfüllungen auf den Markt zu bringen und dadurch natürlich auch das Interesse zu wecken für den Shop. Und dann, wenn man da was sowieso schon bestellt hat, dieses Exklusive, dann halt vielleicht noch zwei, drei Flaschen sowieso mitzunehmen. Weil gerade so bei einem fortgeschrittenen Whisky-Trinker oder sowas, da will man natürlich dann immer mehr das Ja. Besondere und diese ganz normalen Standardabfüllungen, die jeder Shop hat. Damit zieht man einfach quasi nicht mehr so viele neue Kunden. Von daher hat es mich eigentlich gewundert, dass sie erst so spät damit angefangen Ja. haben. Also war für mich sogar gefühlt fast einer der letzten Shops, die damit So sehe ich das auch, ja. angefangen haben. Und ja, deswegen gucken wir mal, was sie für Fässer bekommen haben. Ich glaube, die Kontakte nach Schottland sind ja über die vielen Jahre nicht so schlecht, sodass man bestimmt auch das Da ein hat er oder sich was andere aufgebaut, auf alle ja, Fälle. Und ich kennt. denke mal, dass der Ben das jetzt gut übernehmen wird von ihm, naja. Ne, der ist ja auch schon immer kräftig dabei und auch schon viel in Schottland unterwegs. Ne? Macht ja viele Videos und hat auch schon viel Kontakte dort geknüpft. Also ich denke mal, die sind auf dem richtigen Weg. Ja, gehen wir mal zum Whisky über, Ja, oder? denke ich mal. Jetzt wollen wir Machen mal wir mal. Nase reinhalten. Ich habe ja schon mal hier nebenbei ein bisschen geschnüffelt. Also ich finde, der ist von der Nase sehr, sehr, sehr stark auf so einer honigsüßen Seite. Also hat eine relativ starke so Ja, zuckrige aber Süße. nicht, ja, genau, aber nicht, wenn dann nicht so vanillig süß, also nicht in diese Nee, Vanillerichtung gehen, nee. finde ich. Honigsüße, ja, Honig schon. Honig, oh, also keine Vanille, sondern wirklich Honigsüße, wenn Ja. man an so einem, ja, an so einem bisschen festeren Honig. Also jetzt nicht so ein ganz flüssiger Honig, sondern Ja. so ein festerer Honig. Was gibt es denn da Genau. für verschiedene Sorten? Keine Ahnung, so ein, Rapshonig, dann gibt es ja, nicht irgendwie Waldhonig, da ja, gibt's. nicht irgendwie Lavendelhonig, sondern so richtig so ein fester Honig, den man so richtig abkratzen muss. Also so, finde ich, ist das die dominierende Note, die oben auf jeden Fall drüber liegt. Und dann sind es tatsächlich auch Früchte, aber ich finde jetzt nicht so die Aber nicht so klassischen intensiv, Sherry, wollte ich gerade sagen. nicht Also, die klassischen Sherry-Früchte, sondern nee, das sind eher hier. also das ist recht untypisch, finde ich. Ja.
Der hat tatsächlich eher so hellfruchtige Aromen von so frischen Obst, also was für mich Floral, fast ja, so, Mirabelle-mäßig oder ja. sowas in die Richtung, oder gelbe Pflaume, irgendwie sowas in der Richtung, also wo, In die florale Richtung ja. hätte ich so Ja, blumig so in genau. die Ecke gesteckt. Also unterscheidet sich auf jeden Fall von dem normalen 25er, würde ich jetzt sagen. Ja, also auf alle Fälle. Ich habe auch hier in dem überhaupt keinen Schwefel. So was so eigentlich immer bei mir, so immer diese Glenfarclas-typische leichte Schwefelnote, die habe ich hier eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Also, oder hättest du da was? Ich habe da. Also jetzt bisher noch nicht, aber bei mir kommt die meistens tatsächlich auch nicht so stark in der Nase, sondern die kommt bei mir immer Am noch Gaumen. stärker tatsächlich am Gaumen. Deswegen gucken wir mal, was das war. Also ich gehe mal davon aus, das war schon auch Refill Sherry Fässer wahrscheinlich. Also bei Grenache Wahrscheinlich das ja ja. üblich eigentlich. 25 Jahre First Fill, dann wäre es, glaube ich, auch von der Genau. Farbe her ein bisschen dunkler. Ne? Ja, klar, das ist klar, aber es kann natürlich auch ein Mix sein aus verschiedenen Also Fässern. nicht Also, gefärbt, nicht kühl gefiltert, das kann man ja sagen. Also genau. Glenfarclas färbt ja grundsätzlich nicht. Und Kühlfiltern tun sie halt, so viel ich weiß, unter 46%. So. Und über alles, was über 46% ist, filtern die dann auch nicht mehr. Also, dann würde ich sagen, probieren wir mal, oder? Flansche, ne? Wolle. Also Sehr süß, sehr, sehr süß, cremig finde ich. Dann habe ich Gute Spur Eiche ist dabei. sehr gut, ja. Schöne, also hinten raus wirklich so Richtung geröstete Kaffeearomen fast. Also finde ich so richtig, Dunkel Kaffee, ja, also nicht jetzt. unbedingt in Schokolade-Richtung, finde ich, sondern also da fehlt mir ein bisschen das Milchige, aber richtig schön diese, Findest milchig so? wenn nicht so milchig, eben nicht so milchig, dass man sagt, irgendwie Milchschokolade, sondern wirklich Nee. so Richtung, richtig eine schöne Zartbitterkeit auf jeden Zartbitter, Fall. dunkel. Kaffee, da würde ich Genau. sogar, da gehe ich sogar weiter, da gehe ich sogar Espresso, so die Ja, aber so Richtung. Mokka fast, ne? Mokka, Espresso. Aber ich finde den, ganz ehrlich, so nach dem ersten Genuss 100-mal besser als den 25-jährigen normal. Ja. Also ich bin generell auch kein Fan von den 25-jährigen. Mir ist der zu trivial für ein Ich 25-jähriges schon, wie man Flaggschiff. weiß. Und der hier ist. Aber der ist sehr intensiv, Der oder? ist. Der ist nochmal eine Spur, ja, der ist eine Spur Natürlich hat er besser. 3% mehr. Ich meine, das muss man ihm natürlich auch sagen. Also, dass das hier natürlich auch eine stärkere Alkoholgehalt. Der Die bringt Aromen werden natürlich, mehr getra besser getragen bringt auch wahrscheinlich ein bisschen dadurch. mehr rüber, aber ich finde ihn auch allgemein einfach wesentlich Super. interessanter und wesentlich komplexer. Ne? Ich Also. finde die Nase so mega. Ich könnte jetzt lange dran riechen. Ja. Also. Also, das ist ein richtig feiner Glenfarclas. Kann man jetzt schon mal vorwegnehmen. Also, vor dem zweiten Schluck, Ja. der macht einen richtig guten Eindruck, sowohl an der Also Nase. da haben sie was Gutes ausgesucht, muss ich sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, Flasche ist wahrscheinlich nicht mehr erhältlich, also das ist ja schon auch jetzt ein Da bestimmten schaue ich Jahr. nachher mal nach. Das haben wir natürlich vorweg nicht gemacht. Da haben wir nicht Nö, nachgeguckt, ob die die ist nur überhaupt bestimmt. noch da ist. Ich glaube, Aber die ist schon ein Jahr durch und ich glaube, die war auch relativ schnell vergriffen, ja. weil ich glaube, die lag auch preislich gar nicht so weit jetzt über dem normalen 25-Jährigen, wenn ich mich da Ah, erinnere. ich glaube, der ging schon in die 150er Ja, 100. Richtung, War das schon so? 140er. Waren so Ja, ich viele? glaube, Ja, so okay. da war der, glaube ich, so angesiedelt. Aber Horst nimmt ja auch für den normalen 25-Jährigen über 100, oder? Ja, Ja, 100, doch. 100, 8, 111, Ja, glaube ich, so also, in dem oder. Dreh. Na gut. Also Ja, super. ich finde den super. Ich probiere Also, nochmal. ja, probieren wir nochmal. Beim zweiten Mal, finde ich, ist diese Süße nicht mehr ganz so prägnant. Ich finde auch, dass die Fruchtigkeit jetzt nicht mehr ganz stark ist, sonst jetzt kommen wirklich die Eichennoten beim zweiten Mal Eiche kommt raus, das hätte ich jetzt auch gesagt. noch stärker nach vorne, oder? Also das hat. Eiche, und ich spüre jetzt sogar, also jetzt spüre ich ein bisschen Alkohol, muss ich sagen, auf der Zunge. Den hatte ich beim ersten Schluck nicht so. Geht mir ganz genauso, ja. Jetzt habe ich ein bisschen Alkohol. Aber nicht unangenehm, das Nee. nicht, das auf keinen Fall. Nee, aber bei Glenfarclas weiß man immer, die Älteren, die sind immer sehr eichenlastig. Das ist ja auch beim 40-Jährigen so, da muss man ja Eiche mögen, um den trinken zu können. Und hier bei dem ist es ähnlich, nicht ganz so stark, die Eiche natürlich. Ja. Aber er ist sehr auf der Eichenseite. Ist dann auch so Und ein Kandidat, wo man sagt, ja, also schon gut, dass der jetzt dann geerntet wurde und nicht mal ja. zu lange da drin Hätte nicht lag, mehr ne? Also. länger liegen dürfen, glaube ich.
Aber nee, ein schöner Whisky gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Und ich finde auch genau das bei diesem, also dieser Kontrast zwischen Süße und diesem Herben, finde ich halt genau richtig. Es gibt halt auch manche andere, Glenfarclas oder auch andere Brennereien, die halt Whiskys anbieten, die sind halt sehr süß, aber die haben halt dann keinen Gegenpart, der halt irgendwie das von der anderen Seite noch beleuchtet. Und wenn die halt einfach nur eindimensional auf dieser Note sind, dann finde ich das meistens sehr unattraktiv. Aber wenn das jetzt hier wie bei dem so ist, dass man auf der einen Seite diese schöne Süße hat und dann halt aber auch diese kräftige Würzigkeit, diese starke Eichenwürze, dann finde ich das schon sehr ausgewogen. Sehr süffig, also kann man gut trinken, finde ich. Schöner Whisky. Also ja, wenn ihr an den Whisky nochmal rankommt, wenn es den noch irgendwo gibt, natürlich Daumen hoch. Eine Kaufempfehlung, eindeutig. Also vielleicht versampelt das ja nochmal irgendwann einer oder so, solltet ihr euch dann mal ein Sample besorgen. Also den kann man echt trinken. Ich persönlich habe den nicht, den Whisky. Ich habe ihn damals nicht gekauft. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe ihn halt nicht. Und jetzt haben wir das Sample von Konstantin. Das hat er noch hier gehabt. Und dann habe ich gesagt, den hätte ich gerne mal probiert. Kann ich sagen, ist ein Top-Whisky. Kann man nichts gegen sagen. Gefällt mir sehr gut. Ne? Ja. Ja, wunderbar. Also vielen Dank auch an Chris, der hat mir das Sample zukommen lassen. Also das Super. war, es ist wirklich ein Whisky, der mir auch wirklich gut gefällt. Ich bin bei Glenfarclas ja früher auch sehr leidenschaftlicher Fan gewesen. Habe dann leider einige Glenfarclas erwischt, die mich nicht mehr so richtig begeistert haben. So ist Aber es halt, solche ja. Whiskys sind auf jeden Fall wieder dazu gemacht, um mich auf diese Seite rüber zu holen. Von daher bin ich da einfach Genau. sehr, sehr glücklich. Genau. Ja, dann würde ich sagen, war es das wieder für dieses Video. Ich bedanke mich beim Konstantin, dass ich bei ihm sein darf. Wir sind ja hier bei ihm zu Hause, ne? Und er ist Gast in meinem Video heute mal. Und ja, war ein sehr schöner Whisky, war sehr angenehm. Und wir sagen mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr das Video gut fandet, immer einen Daumen hoch. Freuen wir uns immer wieder drüber. Und natürlich ein Abo, lasst ein Abo da. Ne? Genau, und wir machen jetzt noch ein Video wahrscheinlich für meinen Kanal, dann Genau, könnt das ihr, machen wir auch noch, dann ja. können wir mal gucken, was wir da noch Schönes verkosten. Also könnt gerne auch mal rüberschauen auf meinen Kanal. It's Dram O'Clock, kennt ja vielleicht der Richtig, eine oder genau, andere von natürlich. euch. Da müssen wir auf alle Und Fälle darauf hinweisen. was, ja, genau, und dann können wir dann noch drüber reden, gell? Genau, Also, vielen alles Dank. klar. Jo. Das war's. Bis dann. Ciao. Ciao.